Hallo und herzlich willkommen zu meinem sechsten Let's Play von Peggle. Fangen wir direkt an. Jetzt haben wir diese komische französische Krabbe, Claude. Und der hat jetzt als Besonderheit magische Flipper. Ich kann es euch direkt mal zeigen. Ah, nee, doch nicht. Ich zeige es euch bald. Ah, doch, geht doch. Der hat jetzt hier außen diese Flipper. Und wenn jetzt der Ball kommt, mache ich so und dann fliegt er hoch. Okay, das hat jetzt nicht so wirklich gebracht. Na, diese Flipper halten ein paar Runden. Ich muss halt jetzt warten, bis der Ball in die Nähe kommt. Da steht zwar Kick to Flip, Mist. Es ist halt nicht so einfach, richtig aufzupassen und zu reden. Naja, ich bekomme es irgendwann noch hin. Bin halt noch Anfänger, aber wird noch. Was ist denn heute los? Ah. Ihr merkt, die Töne werden immer höher. Ah, jetzt ist er vorbei. Jetzt sind die Hände nochmal weg. Ich kann mir aber direkt neue holen. Ne, doch nicht. Irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Naja. So, diese magischen Flipperhände halten immer. Halten jetzt noch zwei Runden. Das sieht man hier oben ganz klein. Oh, Freeball. Perfekt. Noch eine Runde. Tja, jetzt sind sie weg. Aber, oh Mist. Naja, Freeball. Glück im Unglück, wie ich schon im letzten Video mal erwähnte. So. So, da ich schon wieder nicht viel zu sagen habe, kann ich es ja schon mal vorwegnehmen. Ich fange in den nächsten Tagen wahrscheinlich mit einem Let's Play von Book of Unwritten Tales an, also ein etwas älteres Spiel. Jawohl, die 100.000 getroffen, sehr schön. Also mit einem Let's Play von ja, geht's direkt weiter. Zweiter Level, West Visitors in Paris. Ja, also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich mache ein Let's Play von Book of Unwritten Tales. Das Spiel ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich finde es immer noch klasse und ja. So, spielen wir mal weiter hier. Na, die Hände freigeschaltet. Habe ich schon mal erwähnt, dass mir die Musik gefällt? Ach, Mist. Yeah. Ja, Mist, knapp daneben. Also ich weiß nicht, ich bin nicht gut im Flipper. Wie gesagt, ich kann nicht gut flippern, aber für das Spiel reicht's noch. Okay, der hat mir jetzt gefallen, aber naja. Okay, dann schaffe ich's. Wenn ich jetzt treffe, jawohl. Wieder ein Level geschafft. Und dabei fing es doch so schlecht an. Naja, oh, nur die 10.000 mal wieder. Kann man nichts machen. Gehen wir direkt weiter in den nächsten Level. Eiffel Power. Das ist jetzt eine direkte Anspielung auf das Wort Eiffel Tower. Halt der Eiffelturm. Und man sieht auch das Bild. Okay, die riesige Krabbe gehört nochmal normalerweise nicht vor den Eiffelturm, aber naja. So, oh Mann. Oh, das sah jetzt auch interessant aus. So. Und, jawohl, genau wie ich es geplant hatte. Und, oh, sogar noch besser als geplant. So.
Ui. Long Shot. Es ist natürlich immer gut, wenn was Punkte gibt. So, jetzt sind die Hände wieder weg, ja. Schade, aber... müsste ich eigentlich jetzt schaffen. Jawohl. Ha. Ich habe heute wieder ein Glück. Noch einer und dann... Ja, ich habe gesagt, ich sing nicht mehr mit. Ich versuch's weiterhin. Und bitte nicht in die 10.000. Ah, in die 100.000. Ah, ja, voll. Ah, ich bin mal wieder stolz auf mich. 200.000. Oh, jawohl. Superlativ Score. Das ist auch immer gut. So, jetzt habe ich die 8 Millionen Marke überschritten. 8.110.220 ist doch auch eine schöne Zahl. Machen wir direkt weiter. Old Friends.